33 Verletzte. In Mülheim ist in der Gustav-Heinemann-Gesamtschule heute Reizgas versprüht worden. Vermutlich handelt es sich um Pfefferspray. In der Mensa klagten plötzlich die Kinder über gereizte Augen und Atemwege. Je nachdem, wie das Reizgas mit den Personen in Kontakt kommt, kann das natürlich auch schon mal schlimme Folgen haben. Erfahrungsgemäß waren die meisten bisher immer gut ausgegangen. Die Verletzten wurden zunächst in der Schule versorgt. Es waren rund 50 Rettungskräfte vor Ort.